Herzlich willkommen zur Ruhrtal-Exkursion. Wir befinden uns hier in der Nordeifel am südöstlichen Rand des Hohen Venns. Das hier ist die Ruhr. Die Ruhr entspringt hinter mir im Hohen Venn und fließt dann über 175 Kilometer, bevor sie in die Maas mündet. Und ist eine der wichtigen Flüsse hier in diesem Raum. Vielleicht als netter Nebenaspekt hier, bis 1900 wurde die Ruhr hier noch mit H geschrieben, was man noch an den Ortsnamen wie Einruhr oder Erkensruhr erkennt. Danach wurde das H allerdings gestrichen, um die Verwechslungsgefahr mit der anderen Ruhr zu vermeiden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser kleinen Einführung in die Ruhreifel. Wir sind jetzt ein Stückchen die Ruhr flussaufwärts gegangen. Und was Sie hier sehen, sind die Reste eines alten Wehres. Das ist ein Wehr gewesen, was zur Tuchfabrik Ubach gehört hat. Und diese Tuchfabriken sind ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor hier in dem Raum gewesen. Und zwar waren dafür drei Faktoren verantwortlich. Wir haben fließendes Wasser für die Energiegewinnung. Deswegen stand hier eine Mühle und ein Wehr. Damit konnte man Waldmühlen betreiben. Es gab hier Schafe, einheimische Schafe, damit stand die Wolle zur Verfügung. Und wir haben oben im Hohen Venn, wo wir nachher hoch hingehen werden, den Torf. Und den Torf braucht man dann hinterher, um die Wolle zu trocknen, oder die gewalkte Wolle zu trocknen. Und diese Tuchmacherindustrie war hier im Raum Monschau so wichtig, dass hier teilweise 4.000 bis 5.000 Leute gearbeitet haben. Im 18. Jahrhundert wurde das dann Teil eines internationalen Wirtschaftsnetzes. Und zwar haben die Monschauer Tuchhändler oder Tuchmacher Wolle von spanischen Merino-Schafen gekauft. Die wurde dann hier verarbeitet, größtenteils auch dann in Heimarbeit. Und dann wurde es wieder auf den internationalen Markt verkauft, zum Beispiel nach Amsterdam. Und die Reste dieses Wirtschaftszweiges sehen wir hier. Wie gesagt, hier stand eine Mühle mit einem Wehr. Das Wehr ist vor ein paar Jahren abgebaut worden, damit die Fische wieder hier durchziehen können, für eine ökologische Renaturierung. Was man hier teilweise finden kann, sind so Tiere wie Eisvögel. Die kann man an dieser Stelle beobachten. Die Ruhr ist ein klassischer Gebirgsbach, obwohl wir uns ja hier an einem Mittelgebirge befinden. Und wir haben breite Talabschnitte und ganz schmale Talabschnitte. Das hier ist ein Talabschnitt, der ist sehr, sehr schmal. Man sieht die Klippen hier hinter mir. Auf der anderen Seite ist die Ehrensteinslei, ein hoher Aussichtsfelsen. Und diese Talform hat natürlich auch was mit dem Gestein zu tun, mit dem Untergrund. Wir bewegen uns hier hauptsächlich im Unterdevon. Und wir haben hier marine Ablagerungen. Die sind am Rande eines Kontinents abgelagert worden. Wir haben hier hauptsächlich Tonsteine, aber zwischenzeitlich gab es immer wieder untermeerische Rutschungen. Und dann ist Sand ins Meer transportiert worden. Und diese Sandbänke haben sich sehr stark verfestigt. Und das ist das, was man hier hinter mir sieht. Das ist eine ehemalige untermeerische Rutschung. Ungefähr vor 400 Millionen Jahren ist es passiert. Und danach ist das alles verfestigt worden. Während wir talaufwärts gehen, werden wir noch Bereiche kennenlernen, da ist das Tal viel, viel breiter. Da haben wir fast nur die Tonsteine anstehen. An dieser Stelle sieht das obere Ruhrtal schon wieder ganz anders aus. Es ist plötzlich deutlich breiter geworden. Und was wir hier sehen, ist eine alte Furt, wie es schon seit vielen Jahrhunderten genutzt wird, um hier den Fluss zu überqueren. Aber warum ausgerechnet an dieser Stelle und warum ist das Tal hier so breit? Und das liegt daran, dass wir hier einen Gesteinswechsel haben. Während wir unten die dicken Sandsteinbänke hatten, mit den steilen Felsklippen, haben wir hier hauptsächlich Tonsteine anstehen. Das sind die Meeressedimente. Und diese Tonsteine verwittern relativ leicht. Sie sind plattig. Feuchtigkeit und Frost kann zwischen die einzelnen Schichten dringen. Und dann werden die Gesteinspakete gesprengt. Und weiche Gesteine bedeuten breite Täler. Harte Gesteine heißen, es sind steile Täler. Aber wie erodiert überhaupt so ein Fluss? Und das kann man hier sich so ein bisschen angucken.
Wir haben hier das Gerinnebett. Und in diesem Gerinnebett werden Gesteine transportiert. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Erosion. Weil diese Gesteine, das ist die Geröllfracht, die wandert über den Flussboden und schlägt damit Material aus dem anstehenden Gestein. Und mit der Zeit werden dabei auch die Steine gerundet und zu solchen runden Schottern. Und das bringt uns zu zwei wichtigen Begriffen, wenn man mit Flüssen arbeitet. Und zwar zur Kompetenz eines Flusses und zur Kapazität. Die Kapazität beschreibt, wie viel Material ein Fluss transportieren kann und steigt normalerweise mit der Wassermenge, das heißt flussabwärts, an. Die Kompetenz beschreibt die Größe der Gesteine, die transportiert werden kann. Und wenn man jetzt hier auf den Fluss guckt, da sieht man, dass bestimmt kopfgroße Steine hier transportiert werden können. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Kompetenz. Allerdings nicht das ganze Jahr über. Jetzt haben wir einen relativ ruhigen Abfluss, sondern es gibt immer wieder Spitzen. Und hier insbesondere im Frühjahr, bei den Frühjahrshochwassern, dann wird hier viel Material transportiert und der Fluss hat eine sehr hohe Kompetenz. Aber wie kommt das Material in den Fluss? Der Fluss erodiert natürlich nicht nur nach unten, sondern auch zu den Seiten. Und dabei werden die Hänge unten angegriffen. Und je mehr sie angegriffen werden, umso steiler werden sie. Und wenn wir ein weiches Gestein haben, geraten die Hänge ins Rutschen und dann wird das Material von oben nach unten durchtransportiert. Landet im Bachbett oder im Gerinnebett und wird dann abtransportiert. Im Laufe der Geschichte, während des Klimawandels, das heißt im Übergang von den Eiszeiten zur aktuellen Warmzeit, hatten wir natürlich noch weitere Prozesse. Zum Beispiel die Permafrostprozesse hier oben in der Eifel, die Solifluktionserscheinungen an den Hängen, die in der Eiszeit hier viel Material in die Flüsse transportiert haben. Heutzutage ist der wichtigste Prozess die gravitative Massenbewegung und die Rutschung. An dieser Stelle im Ruhrtal, knapp unterhalb des Klosters Richelslei, beträgt die Einschneidung der Ruhr in die Mittelterrassenschotter gerade mal 2 bis 2,5 Meter. Wenn wir runterkommen ins Tal, hinter Monschau oder flussabwärts von Monschau, da sind die Mittelterrassenschotter schon mehrere Zehnermeter oberhalb des heutigen Flusstals. Und das liegt daran, dass die rückschreitende Erosion diesen Teil des Tales noch gar nicht so richtig erfasst hat, sondern wir hier immer noch ein relativ steiles Relief haben. Wir finden überall in den Flusstälern der Eifel so verschiedene Verebnungsflächen, so wie man sie jetzt hinter mir sieht. Und diese Verebnungsflächen sind alte Talfüllungen. In vielen Fällen Schotterterrassen, zum Teil auch Felsterrassen oder Kombinationen daraus. Was wir hier sehen, ist die sogenannte Mittelterrasse. Die hat ein Alter so zwischen 250 bis 500.000 Jahren vor heute. Das Niveau da unten drunter wäre dann die Niederterrasse. Die stammt aus der letzten Eiszeit. Und das Niveau oben drüber ist die Hauptterrasse. Die ist älter als 500.000 Jahre. So 800.000 bis 500.000 Jahre vor heute wurde die gebildet. An dieser Stelle ist der Unterschied zwischen Fluss und Mittelterrasse sehr gering. Und das liegt an der mangelnden rückschreitenden Erosion. Das hier ist die Richelslei. In ungefähr 575 Metern Höhe. Und das ist ein alter Härtlingsrücken, der hier oben herausgewittert ist. Und an dieser Stelle kann man wunderbar große Teile der Geschichte, der Entstehungsgeschichte der Eifel sich angucken. Wenn man sich die Felsen genauer anguckt, dann sieht man zum Beispiel, dass wir hier ganz viele gut gerundete Gerölle in diesem Felsen der Richelslei drin haben. Wir haben hier also ein sogenanntes Konglomerat. Und diese gerundeten Schotter, die deuten darauf hin, dass es sich hier um Ablagerungen eines ehemaligen Flusssystems handelt. Wahrscheinlich war es sogar ein Delta an der Küste.
Und diese Steine oder diese Schotter, die stammen aus der Zeit des Revers. Und zwar aus dem Kambrium. 500 Millionen Jahre alt. Sind in die Richtung abgelagert worden. Heute finden wir diese Revers-Gesteine oben im hohen Fenn. Insbesondere die quarzitischen Gesteine, die zwischen den Tonen herausgewittert werden. Das sind die Überbleibsel aus dem Revers. Aber wir finden sie auch hier. Allerdings sind das hier unterdevonische Gesteine, nicht aus dem Kambrium. Das heißt, was wir hier sehen, sind Erosionsreste aus dem Norden. Die nördliche Eifel hat einen relativ komplexen Aufbau. Wir haben hier viele Faltenstrukturen, Überschiebungen. Und im Zentrum, die Gesteine, sind relativ alt. Sie sind 500 Millionen Jahre alt aus der Zeit des Kambriums. In der Zeit sind sie abgelagert worden. Hier am Rande des Hohen Fenns befinden wir uns in der Zeit des Unterdevons. Das ist ungefähr 100 Millionen Jahre später. Aber wie sah die Welt damals aus? Wir hatten einen Großkontinent, Gondwana. Hierzu kamen noch einige kleinere Kontinente wie Baltica, Laurentia, heute Teile von Nordamerika und Grönland, und Sibirien. Gondwana lag davon auf der Südhemisphäre, die anderen alle weiter nördlich. Vor der Küste des Gondwana-Kontinents wurden nun tonige Sedimente im Meer abgelagert. Und immer wieder kam es an dieser Küste zu Rutschungen unterhalb des Meeresspiegels. Dabei wurde der Sand aus den küstennäheren Bereichen in die tieferen Bereiche transportiert. Aus den tonigen Sedimenten wurden mit der Zeit die dunklen Tonsteine, aus den sandigen Ablagerungen wurden die hellen Quarzite. Beide sind durch tektonische Prozesse und Diagenese massiv verfestigt. Und diese Gesteine bilden heute noch den Rücken des Hohen Fenns. Und wir werden einige von den erhaltenen Quarziten später auch noch sehen. Wie gesagt, ursprüngliche Bildung im Meer in der Zeitphase des Revers. In der Folgezeit löste sich ein Kleinstkontinent mit dem Namen Avalonia, er umfasste Teile des heutigen Mittel- und Westeuropas, und driftete nach Norden. Dieser stieß mit den Nordkontinenten Laurentia und Baltica zusammen und dabei kam es zu einer ersten Gebirgsbildung. Das ist die Kaledonische Faltung. Und aus diesen drei Platten entstand ein neuer Kontinent mit dem Namen Laurussia. Früher wurde der auch als Old Red Kontinent bezeichnet. Old Red, weil aus dieser Zeit besonders viele rote Sandsteine verbreitet sind. Hier in diesem Raum hatten wir zuerst festländische Bedingungen. Wir hatten breite Flusstäler, vielleicht auch schon kurz vor der Küste. Und in diesen Flusstälern lagerten sich die Konglomerate ab, die wir heute hier in diesen Felsen finden. Das geschah am Beginn des Didin im Unterdevon. Später kam es dann zu einer weiteren Meerestransgression und es lagerten sich wieder Ton- und Sandsteine ab. Das sind die Ton- und Sandsteine, die wir unten im Tal gesehen haben, die dafür verantwortlich sind, dass wir mal ein schmales Tal haben und mal ein breites Tal. Und diese Ton- und Sandsteinsedimente machen hier auf dieser Seite des Hohen Fenns fast 8000 Meter aus. Sie erstrecken sich heute vom Rand des Hohen Fenns bis weit hinein zum Ruhrsee. Im Karbon, vor ca. 300 Millionen Jahren, kam es dann zur Herausbildung der heutigen Strukturen im Untergrund. Im Rahmen der variszischen Gebirgsbildung bildete sich hier im Raum ein Hochgebirge. Eventuell war es sogar das größte Hochgebirge, was es jemals auf der Erde gegeben hat. Aber das ist umstritten. Und diese Gebirgsbildung erfolgte aufgrund des Zusammenstoßes der Kontinente Laurussia und Gondwana. Und diese bildeten dann den Kern des späteren Superkontinents Pangaea. Wie gesagt, vor 300 Millionen Jahren. Und im Rahmen dieser Gebirgsbildung wurden die ganzen älteren Schichten zusammengeschoben, aufgefaltet und zum Teil bildeten sich Scherzonen. Und das sieht man besonders gut auf der geologischen Karte. Und das ist die geologische Karte von Aachen. Im Zentrum, die grauen Strukturen, das ist der hohe Bereich des Hohen Fenns. Und die ganze Struktur ist aufgewölbt. Das heißt, wir finden die Schichten von der Südseite auf der Nordseite wieder. Und die Struktur selber taucht dann nach Nordosten hin ab. Auf der südöstlichen Seite finden wir dann 8000 Meter mächtige Schichten aus dem Unterdevon. Alles marine Sedimente, die am Rande dieses Kontinents abgelagert worden sind. Und wir befinden uns jetzt genau hier an der Grenze zwischen Unterdevon und Karbon. Die dünne Schicht des Ordoviziums,
Die unterschlagen wir aber einfach. Noch besser versteht man die Situation, wenn man sich einen Querschnitt durch das Hohe Fenn anguckt. Hier sehen wir einen Schnitt von Süden nach Norden. Und im Zentrum, das ist das Hohe Fenn. Die alten Gesteine aus dem Kambrium, vor 500 Millionen Jahren ursprünglich abgelagert. Das ist der Grenzbereich, hier ist die Richelslei. Und unterhalb finden wir dann wieder die 8000 Meter unterdevonische Gesteine. Und wir befinden uns jetzt genau in dem Grenzbereich. Und das Ganze, wie gesagt, ist aufgefaltet und zum Teil sogar überkippt. Das heißt, die ganze Struktur, die Falte, zeigt stärker nach Norden. Und das erklärt auch, warum wir, als wir durch das Tal gelaufen sind, zuerst in den jüngeren Gesteinen waren und dann in die älteren Gesteinsschichten gekommen sind. Der Rest der Geschichte fassen wir mal ganz kurz zusammen. Innerhalb der nächsten 20 Millionen Jahre ist das Gebirge wieder abgetragen worden. Dann gab es einzelne Meerestransgressionen, die über dieses Gebirge hinübergegangen sind. Und dann in den letzten Millionen Jahren im Rahmen der alpidischen Gebirgsbildung wurde dieses Gebirge wieder herausgehoben, zumindest dieser Gebirgsrumpf. Und auf diesem Gebirgsrumpf laufen wir heute herum. Das ist die Eifel. Und den stärksten Hebungsimpuls hatten wir in den letzten 800.000 Jahren. Und das macht diese Stelle in der Eifel so besonders. Wir können an dieser Stelle die gesamte Erdgeschichte sehen. Hier nochmal die uralten Gesteine, die Quarzite aus der Zeit des Kambriums. Wir haben die kaledonische Gebirgsbildung hier, wir haben die variszische Gebirgsbildung hier und die alpidische Gebirgsbildung, die letzte Heraushebung. Und das alles an einer Stelle in der Eifel zusammengefasst. Hier befinden wir uns nun im Hohen Fenn. Unter uns liegen die kambrischen Gesteine, das, was auf der geologischen Karte in Grau eingezeichnet ist. Und ursprünglich waren weite Teile dieser Hochfläche von Hochmooren bedeckt. In Teilen sah die Landschaft vielleicht in einem deutlich kleineren Maßstab aus, wie es heute in Schottland oder in Skandinavien aussieht, zumindest im nördlichen Skandinavien. Allerdings sind im Laufe der Zeit die Moore entwässert worden. Ein wichtiger Grund war, dass der Torf als Brennmaterial verwendet worden ist. Einerseits zum Heizen der Häuser, später dann aber auch, um die Wolle zu trocknen bzw. das gewalkte Material für die Tuchmacherindustrie zu trocknen. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren weite Teile der Eifel entwaldet. Und die Preußen haben dann beschlossen, dass diese Bereiche intensiv wieder aufgeforstet werden. Aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit und ihres schnellen Wachstums wurden hauptsächlich Fichten angepflanzt. Die Samen hierzu kamen aus Ostpreußen. Und um auch die Moorflächen für die Waldnutzung zu erschließen, wurden Drainagegräben angelegt und Teile der Hochflächen entwässert. In weiten Teilen der Eifel außerhalb der Moorbereiche ist die potenzielle natürliche Vegetation ein Buchenwald. Große Flächen hiervon finden wir heute noch am Kehrmeter am Ruhrsee. Und die Fichten sind auch hier eigentlich nicht optimal an den Standort angepasst. Dafür ist der Boden zu sauer. Das liegt daran, dass wir hier in der Anströmung der atlantischen Luftmassen liegen. Ein anderer Grund ist aber der wasserstauende Untergrund. Und zwar werden die Tonsteine aus dem Kambrium stark verwittert und übrig bleibt nur noch der Ton. Und dieser Ton, diese schmierige Masse, staut das Wasser natürlich wunderbar. Das Wasser kann also nicht in dem Untergrund versickern, sondern es bilden sich große Vernässungsflächen. Und in diesen Vernässungsflächen entwickelt sich dann die Torfvegetation. Und eines der schönsten Moorgebiete ist das Brackfenn. Es befindet sich noch auf belgischer Seite in der Nähe der Grenze zu Deutschland. Und hier kann man wunderbar den aufgewölbten Charakter eines typischen Hochmoors erkennen. Die Urglasform. Hier stehen wir nun am Rande des Brackfenns, einer ausgedehnten Hochmoorfläche, wie sie früher in weiten Teilen des Hohen Fenns verbreitet war. All die Kiefernwälder, die wir gerade eben gesehen haben, waren ursprünglich
Hochmoorflächen. Und was man hier jetzt sehr deutlich sieht, ist der Höhenunterschied zwischen dem Weg und der Landschaft ohne Torf und hier dem aufgewölbten Hochmoor. Im Brackfenn hat der Torf eine Mächtigkeit von ungefähr 7 Metern. Torf wächst auf mit ungefähr 1 Millimeter pro Jahr. Das heißt, es sind mindestens 7000 Jahre seit Beginn der Torfbildung vergangen. Aus Datierungen wissen wir, dass die Torfbildung direkt nach der jüngeren Dryas angefangen hat. Die jüngere Dryas war vor ungefähr 12.000 Jahren. Die Zeitdifferenz kommt daher, dass der Torf in den ersten Jahrtausenden relativ langsam aufwächst. Und das hier ist ein klassisches Hochmoor. Das heißt, es wird rein von Niederschlagswasser gespeist. Es ist nährstoffarm, es hat einen niedrigen pH-Wert. Und dadurch ist es auch relativ artenarm. Aber es hat eine ganz spezifische Artenzusammensetzung, die es wiederum sehr besonders macht. Und aktive Hochmoore gibt es relativ wenige. In ganz Belgien gibt es zum Beispiel nur noch 3 Hochmoore, die heutzutage noch wachsen. Und in diesem Hochmoor hier wird relativ viel unternommen, damit es auch wieder weiter wächst. Das heißt, es wird Wasser künstlich gestaut, damit wir weiterhin Bedingungen haben, die die Zersetzung von organischem Material behindern. Aber was ist die Ursache für dieses große Hochmoor? Und dafür ist hauptsächlich eine Pflanze verantwortlich. Und die wächst hier überall. Und das ist das Torfmoos, das Sphagnum. Und dieses Torfmoos hat die Eigenschaft, dass es die Nährstoffe direkt aus dem Wasser zieht und mit relativ wenig Nährstoffen auskommt. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass das Wasser sauer wird. Deswegen haben die Moore diese sauren Wässer. Dieses Sphagnum kann im Prinzip unendlich alt werden. Es wächst von unten nach oben und wenn es unten abstirbt, dann wächst es oben einfach weiter. Und das hier wird dann mit der Zeit zum Torf. Hier oben im Brackfenn gibt es eine ganz besondere geomorphologische Form. Und zwar die sogenannten Lithalsas. Lithalsas sind am Ende der letzten Eiszeit entstanden. Und zwar genauer gesagt während der jüngeren Dryas. Und sie bilden sich unter ganz besonderen Permafrostbedingungen. Und ihre Entstehung wurde erst Ende des letzten Jahrhunderts wirklich verstanden. Das ist also eine der jüngsten geomorphologischen Formen, die wir haben. Wenn man sich Luftbilder aus der Region anguckt, hier vom Landesamt NRW, dann fallen auch so runde Strukturen auf. Manchmal sind sie wassergefüllt, manchmal sind sie auch trocken gefallen. Und diese Strukturen können einen Durchmesser von bis zu 150 Metern haben. Typisch sind die Wallstrukturen drumherum, ungefähr 1 Meter hoch. Und sie bilden sich unter eiszeitlichen Bedingungen, meistens im diskontinuierlichen Permafrost. Unter diesen Bedingungen friert Wasser im Boden. Und durch die hydrostatischen Anziehungskräfte zieht dieses Eis im Boden immer mehr Wasser an. Dadurch bilden sich Eislinsen, die mit der Zeit immer größer werden. Diese Eislinsen fangen dann an, den Boden drumherum zu verdrängen und ihn aufzuwölben. Im Prinzip ist dieser Prozess ähnlich wie bei Palsen oder Palsas, je nachdem welchen Plural Sie verwenden. Nur, Palsen bilden sich in torfigem Material und Lithalsas bilden sich in mineralogischem Material. Dann wölbt sich der Boden immer weiter auf und irgendwann reißt er oben auf. Das Material rutscht an den Seiten herunter und die ganze Form kollabiert. Weil dann ist das Eis plötzlich der Wärme und der Sonneneinstrahlung ausgesetzt und es löst sich wieder auf. Da das Material ja an die Seite verlagert worden ist, bildet sich in der Mitte oder hat sich in der Mitte eine Hohlform gebildet. Und an den Seiten haben wir die Vollform, den Wall. Woher wissen wir jetzt, wie alt diese Formen sind? Dafür gibt es verschiedene Argumentationsstränge. Einerseits, es gibt 14C-Datierungen aus den überlagernden Torfen. Ein anderer Hinweis sind aber auch, dass wir Ablagerungen des Laacher See-Vulkanausbruchs finden. Und man weiß aus Beobachtungen von rezenten Formen und von rezenten Lithalsas, dass sie sich nur unter ganz besonderen klimatischen Bedingungen bilden. Wenn es zu kalt ist, wie zum Beispiel während der Eiszeit hier in der Region, dann friert das Wasser schon an der Oberfläche.
Es dringt nicht tief genug in den Boden ein und es bildet sich kein Segregationseis. Wenn es zu warm ist, reicht es nicht aus, damit das Eis im Untergrund überdauert. Heutzutage finden wir ähnliche Formen im Norden von Lappland. Und solche klimatischen Bedingungen hatten wir hier im Raum vermutlich während der jüngeren Dryas. Ein ganz wichtiger Faktor für diese Bildung ist also das langsame Gefrieren des Wassers. Und Lithalsas sind nur an ganz wenigen Stellen in der Welt beschrieben worden. Und das macht sie hier oben so besonders. Zum Abschluss der heutigen Exkursion müssen wir noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich schon mehrfach angedeutet habe. Und das sind die Quarzite, die im Hohen Fenn übrig geblieben sind. Sie werden auch als Fennwacken bezeichnet. Und das sind, wie gesagt, Gesteine aus untermeerischen Rutschungen aus der Zeit des Kambriums. Und wir finden sie noch heute hier an der Oberfläche. Die Tone sind komplett verwittert. Die bilden die Basis des Moores. Aber die Quarzite sind übrig geblieben. Und der bekannteste Quarzit hier oben ist Kaiser Karls Bettstatt, benannt nach Karl dem Großen. Damit sind wir am Ende unserer virtuellen Exkursion angelangt. Wir haben uns die Gesteine angeguckt, die Landschaftsentwicklung und die Moore. Ich hoffe, die kleine Tour hat Ihnen gefallen. Die Landschaft ist wunderschön. Wenn Sie mal Zeit haben, gucken Sie sie sich auch in der Realität an.